Gimme that, Bro 5. Hier ist wieder Corentus und ich sage Welcome back to Far Cry 5. Wir wollten zurück in das Gebiet von John. Und ich hoffe, wir können das mit einer Schnellreise machen. Und ich würde sagen, dann versuchen wir mal ein paar Zivilisten zu retten. Ja, False End ist denke ich, ein gutes Ding. Da können wir vielleicht noch mal einen Verbündeten holen. Und vielleicht sollten wir auch tatsächlich mal uns irgendeinen Verbündeten holen, der ein bisschen mehr drauf hat als diese kleinen, weiß schon, wie wir sonst immer so finden. Ja, ich hab mich schon erschrocken. Warum hat der ein Ausrufezeichen über sich? Hey, Kollege! Meine Schwester sagt, die Kellett Farm wird belagert. Die Sekte schlachtet das Vieh ab und hat die Familie als Geisel genommen. Jemand muss sie stoppen. Dann machen wir das mal, oder? Also, ich muss aber erstmal eine Mission aktivieren. Und zwar... Das habe ich jetzt nicht ohne dich gemacht, weil ich... Also, wir wollen in Holland Valley so viel wie möglich machen. Und ich denke, wir werden jetzt erstmal hier... die verstreute Herde, also wir müssen Geiseln retten quasi. Aber es zeigt uns nicht an, wo wir Geiseln retten können. Das müssen wir irgendwie immer unterwegs machen. Und das gefällt mir wiederum nicht so gut. Ich hoffe auch irgendwie, dass ich hier mal irgendwo noch die Möglichkeit habe, jemanden... Ja. Kommt die jetzt zu uns oder wie machen wir das? Kann ich unsere Verbündeten irgendwie herrufen? Auf dem Weg. Verstanden. Ah ja. Das ist ja cool. Bin gleich hinter dir. Das gefällt mir sehr gut. Weil ich glaube, die können nicht getötet werden. Die verschwinden bloß, wenn sie niedergeschossen werden. Und wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg. Und ich würde sagen, wir befreien die Geiseln im Holland Valley. Ich glaube aber, dass wir das hier aktivieren müssen. Achso, das ist das nicht. Das ist alles nicht das, was ich will, ne? Das ist jetzt aber schwierig, finde ich. Haben wir nicht eben die Mission bekommen, dass wir diese Leute befreien sollen? Ja komm, wir suchen uns irgendwo ein Auto. Das da gefällt mir ganz gut. Tut gut, wieder Leute in Vollzellen zu sehen. Macht vielleicht nichts her, aber einmal... Vorsicht, wenn die Peggys uns aufhalten. Ich finde das geil, was hier am Spiegel hängt. Ich fahre einfach mal drauf los und guck mal, dass wir irgendwo ein paar Geiseln unterwegs sehen, die wir dann retten können. Die sind ja immer irgendwie auf der Straße. Weißt du, was ich meine? Vielleicht finden wir auch unterwegs irgendeinen Truck, dann können wir den zurücksteuern. Na, mein Freund. Hinter zum Beispiel. Ich bin hier, verdammt! Der will noch. Ja, komm, wir steigen mal aus. Ich mach mal das Falsche. Utsch. Das war jetzt ein Fehler. Wo ist denn dieser Truck jetzt hingefahren? Jetzt sag mir nicht, dass der da runtergefahren ist. Ich wollte den irgendwie... Stoch.
Okay, jetzt fehlt nur noch eine. Hier war doch eben so ein großer Tanker, da habe ich dem doch in den Kopf geschossen. Ist der jetzt hier runtergefahren? Weil wir haben auch die Aufgabe, ja, da unten ist er. Der ist so weit runtergefahren. Wir haben nämlich auch die Aufgabe, diese Tanker zu holen und quasi dem Widerstand zur Verfügung zu stellen. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Der sieht doch noch gut aus, oder? Ich finde schon. Ich hoffe, dass man den noch bewegen kann. Es gehört halt dazu. Ich frage mich bloß, wo man den hinbringen muss. Ach, das ist ja nett von dir. Aber wir wollen eigentlich hier einsteigen. Und ich werde dazu jetzt einfach mal diese Nebenmission aktivieren. Nee, es ist sogar eine Hauptmission. Ah, in Fort's End muss das. Sehr gut. Müssen wir sogar nur zwei holen. Achso, willst du einsteigen? Du hast dein eigenes Auto, ne? Ah, ist das Eden's Gate? Entschuldigung. Ich will doch nur auf die Straße, scheiß Steine. So, sehr gut. Irgendwie geht's ja. Wo ist denn der Witwenmacher jetzt hin? Ich finde es fantastisch von dir, dass du uns einen Wagen mitgebracht hast. Besser geht's ja eigentlich gar nicht. Und den zweiten Tanker kriegen wir auch noch irgendwie. Steigst du ein? Ach ja, okay. Wir brauchen auch nur noch eine Geisel, vielleicht kriegen wir die unterwegs noch. Ich finde es sehr cool, dass er einem einfach die ganze Zeit irgendwas erzählt. In der letzten Folge bin ich nicht dazu gekommen, zu Ende zu erzählen wegen der Gamescom. Also wir waren wirklich bloß einen Tag auf der Gamescom, aber das hat im Prinzip auch gereicht, weil es halt wirklich mega voll ist, mega viel ist. Und wenn du irgendwie ein Spiel... Hier, da siehst du mal das J-Zeichen mit dem Apostroph. Ach, guck mal. Na gut. Du hast die Herde vom Bösen bewahrt und nun schlagen wir zurück mit der Stärke der göttlichen Faust. Menschen aller Schichten haben sich dem Widerstand angeschlossen und wollen der Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Und mit dir haben sie ihren Hirten gefunden. Ach shit, das ist ja so einer. Da hinten. Was haben wir denn da vorne? Ich finde das so lustig. Natürlich nur hier im Spiel, ne? Ich meine, mir ist schon bewusst, dass man seine Probleme anders lösen sollte, wenn möglich. Dir was zu sagen? Nö. Ich will noch so einen weiteren Tanklaster. Und dann können wir uns auch gerne noch mal ein bisschen auf der Karte umgucken, wo wir irgendwas machen können. Weißt du was, das machen wir einfach jetzt. Wir gucken auf die Karte und gucken, ob wir noch irgendeinen Bereich haben, den wir besuchen können, der außerhalb von Fort's End liegt. Hier drüben ist ja noch relativ viel. Ray Rays Kürbisfarm, da sind wir quasi hergekommen. Lamb of God Kirche. Ja, wir haben aber schon wieder ein nächstes Ziel erreicht. Also irgendwie müsste es auch mal weitergehen mit so einer Art Story-Mission.
Worauf schießt ihr denn hier? Okay. Die geht ja ganz gut ab hier. Dann nochmal. So ein Treffer überlebt keiner. Ja, würde ich auch sagen. Was machst du denn? Ach, das war auch eine Böse. Das war mir nicht bewusst. Entschuldigung. Das ist mir tatsächlich mal leider. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mir das leid tut. Aber das ist mir mal mit einer Katze passiert. Die ist einfach vor mir direkt auf die Straße gerannt. Und da war nichts mehr zu machen. Und die Geschichte dazu ist ziemlich makaber. Das ist nämlich direkt gegenüber von der... von dem Haus... der Katzenlady in unserem Ort gewesen. Und das war auch eine ihrer Katzen. Also jeder Ort hat ja so eine Katzenlady, die irgendwie 30 Katzen hat und die durchfüttert. Und die stand im Garten und hat gesehen quasi, wie ich ihre Katze überfahren habe. Und ich bin ausgestiegen, habe geguckt, ob man bei dem Tier noch irgendwas machen kann, aber da war nichts zu machen. Also das war unmöglich, da noch irgendwas zu retten. Die war tot. Und diese Katzenlady ist ausgestiegen. Quatsch, ausgestiegen. Ich wollte gerade überlegen, ob ich aussteige oder nicht. Und meine Munition ist alle. Ja, ist alle. Was? Granate? Ja, komm, wir steigen mal aus und füllen mal unsere Munition ein bisschen auf. Lebst du noch? Wir sind doch hier schon wieder ganz in der Nähe von diesem Yes-Zeichen. Wollte der mich überfahren? Nee. Okay. Ach, naja, okay. Ich wollte ja eigentlich hier ein bisschen Munition auffüllen. Wir brauchen das ja nicht mehr. Nö, würde ich auch sagen. Ich will halt eigentlich gerne ein paar mehr Missionen erfüllen, ne? Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass wir so wenige haben. Oder dass die eben so schwierig auszuführen sind. Jedenfalls, diese Katzenlady kam aus ihrem Garten und hat das halt gesehen. Ich habe mich mehrfach entschuldigt, habe gesagt, das wollte ich wirklich nicht. Und die hat gesagt, ja, ich habe das gesehen, das ist nicht schlimm. Kannst du nichts für, mein Junge. Also es war so eine alte Frau, weißt du, und die war... Was weiß ich, was die erlebt hat in ihrem Leben, aber das hat die irgendwie völlig kalt gelassen. Aber das, was mich wirklich mitgenommen hat, oder wo ich wirklich einfach einen Moment lang gestutzt habe und einfach gar nicht wusste, was ich sagen soll, war, dass sie zum Abschluss gesagt hat, naja, dann lassen wir uns das mal schmecken, ha? Und hatte diese tote Katze in der Hand und ich habe gedacht, was, wie jetzt? Du willst sie doch nicht essen, oder? Ja, Mann. Finde ich auch. Scheiße, die schießen die Geiseln. Ah, okay. Naja. Gibt es hier irgendwas? Warum macht der denn immer so eine Scheiße hier? Was? Luftangriff? Was? Wo bist denn du? Mädel? Ich komme. Ja, ich komme doch. Die ist nämlich ziemlich gut. Ja, und ich habe halt im ersten Moment gedacht, die will das essen. Also diese Katze, aber wollte sie nicht. Die wollte einfach bloß sagen, ja, ist schon gut, passt schon, also dann vergessen wir die ganze Sache jetzt mal. Wer schießt denn da schon wieder? Fuck.
Komm her, geht's? Alles klar? Wir werden von so einem fucking Flugzeug gerade die ganze Zeit bombardiert. Nur wegen dir hier. Ja, ach. Das hätte schlimmer kommen können. So ein echter Scheißgerangel. Ich brauche nochmal so ein... Ja, mit dem Mörser kommen wir hier nicht weiter. Ich brauche irgendwas in die Richtung... Weiß schon, was ich sagen will. Flugabwehrgeschütz. Was steht denn hier? Können wir das lesen, ohne bombardiert zu werden? Die Besitzer hier sind gestorben, wie sie gelebt haben, mit der brennenden Leidenschaft, ihr Land zu beschützen. Wir können John sagen, dass wir dafür gesorgt haben. Arschlöcher. Ich brauche ein Flugabwehrgeschütz und sei es ein... Ich sehe die nicht mal kommen, weißt du? Halt, halt, halt! Ihr habt ein Flugabwehrgeschütz hinten drauf. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Ziel gesichtet. Ja, knall mal den da oben ab. Fuck. Danke, das war eigentlich das Ding, womit ich dich platt machen wollte. Das sind unsere, ne? Nee. Fuck. Okay, geht schon wieder. Geht's dir auch gut? Ich will eigentlich... Naja, das bringt eh nichts, da einzusteigen. Ich will eigentlich ungern irgendwo einsteigen, wo, wenn wir von so einem Flugzeug angegriffen werden, weißt du? Weil dann... Passiert ist wahrscheinlich relativ schnell. Was ist das hier? Erntebefehl. Der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir so viel mit Bliss versetzten Dünger wie möglich in diesem Silo lagern. Aber seid vorsichtig. Das Zeug ist hochexplosiv. Wir werden gemeinsam zu den Toren von Eden marschieren. Nein! Ja, hoffentlich. Na also. Sieht man den irgendwie schön explodieren? Nö, okay. Na gut. Wir sind mal wieder mitten in der Pampa ohne fahrbaren Untersatz. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht funktioniert dieser Jeep hier noch. Nein, ich sitze da. Ich möchte fahren. Ist immer wieder super. Scheiße. Ich brauche Liebe. Ich brauche irgendwie ein bisschen... Dankeschön. Es war natürlich sehr dämlich von mir, diese Idioten anzugreifen in ihrem Konvoi. Kannst du mir noch helfen? Dankeschön. Unsere Folge ist auch schon wieder fast vorbei. Fuck it! Jetzt habe ich unsere Waffe weggeschmissen. Ich bin ja so geil. Komm, wir geben auf. Unsere Folge ist schon wieder am Ende. Wir haben diese Folge nicht so viel gemacht. Aber... Du hast die Geschichte mit der Katze erlebt. Also, ich habe dir die Geschichte mit der Katze erzählt und darauf bin ich nicht stolz, aber vielleicht ist es irgendwie für dich. Kannst du das verstehen, warum man da denkt im ersten Moment? Ich meine, ich war geschockt. Weil ich diese Katze überfahren habe und ich bin echt ein Katzenliebhaber. Gute Sicht heute. Gefällt mir. Also ich liebe Katzen. Toll. Wo ist unsere andere Waffe, für die ich extra Geld ausgegeben habe? Ich wollte eigentlich unsere Freundin da retten. Heute läuft einfach alles kacke. Hilfst du mir oder wirst du getötet dabei?
Du wirst getötet dabei. Okay. Wie gut. Wie gut, wie gut, wie gut. Oder auch nicht. In der nächsten Folge machen wir mal wieder ein bisschen mehr. Dann versuchen wir nochmal so einen Tanker uns zu holen. Oder vielleicht sogar mal ein Flugzeug und dieses Yes-Scheißen noch abzuziehen. Yes-Zeichen noch abzuschießen, wollte ich sagen. Und ich vermisse unsere Waffe, für die wir so viel Geld ausgegeben haben. Es war natürlich nicht beabsichtigt, dass ich die einfach irgendwo hinschmeiße. Ich will mich nicht nochmal mit so jemandem anlegen. Hey du da, bleib mal hier. Okay. Könnt ihr... Wir werden hier wieder angegriffen, mal wieder von einem Flugzeug wahrscheinlich. Nee, von dem. Okay, für den Fahrbahnuntersatz ist gesorgt. Ich gehe jetzt ins Pausenmenü und beende diese Folge, weil ich sonst zu gar nichts mehr komme. In der nächsten Folge werden wir sehen, dass wir nochmal so einen Tanker finden. Vielleicht suchen wir uns mal ein Flugzeug und zerstören noch das restliche Yes-Zeichen. Und irgendwann muss es John ja auch mal mit uns reichen und dann können wir zu ihm gehen und können ihn... Ja, platt machen. Okay, ich werde groß. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin. Und sage bis dahin, ciao. Give me that profile. Hier ist wieder Quantos und ich sage welcome back to... Hör auf, hin und her zu rennen, du Arschloch. Die sind ja eigentlich Wissenschaftler, die meinen es ja eigentlich gut. Oh Gott.